Hallo, meine Vision ist, dass wir in 2030 sich sämtliche Behördenkantinen, also sämtliche, nicht nur Behördenkantinen, sondern sämtliche öffentliche Versorgung, das kann von Kantine bis hin zu sonstigen kreativen Ideen sein, 100% aus regionalen, ökologisch angebauten oder an ökologische Landwirtschaft angelehnt, Anbauformen entsprechend versorgt. Das heißt, dass kein Gramm konventionell produziertes Lebensmittel mehr in öffentlichen Einrichtungen verzehrt wird. Dazu gehören sämtliche Kindergärten, sämtliche Schulkantinen und natürlich auch mit bei. Und das weiß ich jetzt leider nicht, dass sämtliche Flächen im Raum Lüneburg und erst recht sämtliche Flächen, die irgendwie von der Stadt, von der Forst und auch von der Kirche und ähnlichen Trägern verpachtet werden, dass all die nur noch ökologisch bzw. an ökologisch angelehnte Landwirtschaft betrieben werden. Das heißt, dass wir keinen Hektar und noch nicht mal einen Bruchteil eines Hektars konventionelle Landwirtschaft mehr haben im ganzen Raum Lüneburg, Stadt, Landkreis und überhaupt, die konventionell bewirtschaftet werden. Mit anderen Worten, die öffentlichen Träger inklusive Kirche werden nur noch an Landwirte verpachten oder an solidarische Gemeinschaften verpachten, die wirklich zukunftsweisend, wertvoll, bodenschonend, klimaschonend, biodiversitätsschonend mit dem Boden umgehen. Da könnte ich noch mehr zu erzählen, aber für heute denke ich, reicht es. Auf, dass es so wird. Wow!